Und heute reden wir über die Entstehung der Erde, welche vor 4,6 Milliarden Jahren entstand und sich in einem Sonnennebel verdichtete. Zudem reden wir über die Entstehung der Dinosaurier und über Pangea, den damals Urkontinenten. Und jetzt hat Johann das Wort. Die Erde war vor ca. 4,5 Milliarden Jahren eine glühend heiße Kugel aus Stein. Was wir heute als blauen Planeten kennen, war damals ein orange-roter Planet mit schwarzen Flecken. Aus Asteroiden, Kometen, Staub und Gas entstand sie, unsere wundervolle Erde. Die Mutter allen Lebens. Bis zu den Dinosauriern und den Menschen ist es noch ein weiter langer Weg. Damals im Sternennebel war alles noch in der Entstehung. Staub und Gase verdichteten sich und die Erde wurde damals regelrecht von Asteroiden bombardiert. Selbst die rote Lavakugel ist unglaublich schön. Man nimmt also heute an, dass die Entstehung der Erde 700 Millionen Jahre andauerte und es immer weniger Asteroiden gab, die auf der Erde einschlugen. Die Erdkruste bildete sich und kühlte sich nach und nach ab. Langsam, vor 3,8 Milliarden Jahren, bildete sich das erste Leben im Wasser. Das Wasser gilt als Motor allen Lebens. Unglaublich, dass wir aus diesem Wunderwasser entstammen. Woher das Wasser stammt, ist allerdings noch relativ ungeklärt. Aktuelle Vermutungen der Wissenschaftler sagen, dass die Asteroiden, die auf der Erde eingeschlagen sind, teilweise aus Eis bestanden. Je nach Theorie entstand das Leben früher oder später. Die eine Theorie besagt zum Beispiel, dass Leben bereits aus der Tiefsee kam, vor 3,5 Milliarden Jahren. Die zweite Theorie besagt, dass Kometen das Leben mitgebracht haben, in gefrorenem Eis. So, aber man sagt auf jeden Fall, vor 3,5 Milliarden Jahren gab es erste Lebensspuren, dann gab es eben vor 2 Milliarden Jahren Blaualgen, Bakterien und so weiter und so fort. Und erst so vor 500 bis 700 Millionen Jahren gab es dann so größere Lebewesen wie Trilobiten und Quallen. So, und bevor wir zu den Dinosauriern kommen, schauen wir uns nochmal den Zeitstrahl der Erdgeschichte an. Und zwar, wie schon gesagt, vor circa 490 Millionen von Jahren gab es die ersten größeren Lebewesen, die Trilobiten. Sie lebten im Meer und waren Gliederfüßler. Dann gab es die ersten Tiere an Land und der Fisch wurde dann zur Amphibie, das war im Devon-Zeitalter. Dann kamen die ersten Libellen und Brachiopoden im Karbon-Zeitalter und die ersten kleinen Reptilien sowie die Urdinosaurier im Trias. Erst in der Jura- und in der Kreidezeit kamen eigentlich erst so die Dinosaurier, wie wir sie kennen, und der Tyrannosaurus entwickelte sich erst im Zeitalter von ca. 65 Millionen Jahren. In dieser Zeit hat aber die Erde sogar auch noch etwas anders ausgeschaut. Durch die Kontinentalverschiebung waren die Kontinentalplatten und Landmassen und Ozeane ganz anders angeordnet wie heute. Vor 325 Millionen Jahren bis 150 Millionen Jahren vor heute gab es den gewissen Superkontinent, den Urkontinent Pangea. Man sieht, dass die Kontinente weitestgehend zusammenlagen und es einen riesigen Ozean gab. Das hatte zur Folge, dass das Klima viel heißer und feuchter war. Es gab auch viel mehr Ausbrüche von Vulkanen. Die Dinosaurier hatten es in dieser Zeit auf jeden Fall nicht gerade einfach. Unser Kontinent, wie wir ihn heute kennen, existierte damals nicht. Vor 250 Millionen Jahren gab es Pangea. Pangea war ein Superkontinent. Viel heißer, feuchter und viel extremere Wetterbedingungen wie heute.
Dass sich die Dinosaurier an diese Bedingungen angepasst haben, ist schon sehr erstaunlich. Genau, das ist wirklich, wirklich erstaunlich. Man vermutet auch, dass die Größe der Dinosaurier eine große Rolle gespielt hat. Denn je größer ein Dinosaurier war, desto größer war sein Volumen und desto langsamer verlor er an Wärme. Kleinere Dinosaurier waren sehr schlau und konnten sich wie Eidechsen an ihre Umgebung anpassen. Das heißt, wenn es etwas wärmer war, konnten sie sich schnell aufwärmen oder bei Kälte entsprechend abkühlen. Und selbst heute streiten sich Wissenschaftler darüber, ob die Dinosaurier ein Federkleid hatten oder nicht. Bei dem Tyrannosaurus Rex zum Beispiel sind die Vermutungen so weit, dass er nicht wirklich Federn hatte wie ein heutiger Vogel, sondern eher so dicke, lange Borsten hatte, die quasi die Vorstufe zu den Federn waren. Der Beweis, dass es damals einen einzigen Kontinent gab, ist, dass man in der heutigen Zeit überall gleiche Dinosaurierarten finden kann. Währenddessen sich die Kontinentalplatten voneinander wegbewegen, macht sich noch eine andere Gefahr bereit, welche auf die Erde zurast. Ein riesiger Asteroid macht sich auf den Weg zur Erde. Und von solchen Asteroiden befinden sich sehr viele in unserem Sonnensystem, wie zum Beispiel im Kuipergürtel. Selbst heute werden noch Asteroiden und andere Himmelskörper beobachtet und per Simulation die Umlaufbahn berechnet, welche vielleicht irgendwann bei uns einschlagen könnten. Die Vorbereitungen, um sich vor einer solchen Gefahr zu schützen, laufen jetzt schon an. Tyrannosaurus Rex wird oft nur mit Schuppen dargestellt. Vor allem in Jurassic Park-Filmen ist das zu sehen. Forscher sagten dann, der T-Rex hatte damals Federn und die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Mittlerweile gibt es wieder Studien, dass das Federkleid kaum mehr vorhanden war, aufgrund der damaligen hohen Hitze. Wie üppig das Federkleid der Dinosaurier war, werden wir wohl nie erfahren. An der Faszination ändert das jedoch nichts. Auch wenn es geteilte Meinungen der Wissenschaftler gibt, ist es doch sehr wahrscheinlich, dass Dinosaurier einen Flaum hatten, zumindest in den kälteren Gebieten wie an den Polen. Dort haben auch Archäologen entsprechende Abdrücke gefunden. Nicht nur die Federn sorgten für Überraschungen, sondern auch andere Mysterien, zum Beispiel rund um den Tyrannosaurus Rex. Dieser ist in manchen Filmen als sehr schnell dargestellt, doch so schnell ist er gar nicht und man vermutet auch, dass er eher im Rudel gejagt hat. So passten sich die Dinosaurier also immer mehr und mehr ihrer Umgebung an, vor allem dem feucht heißem Klima. Doch die Gefahr des Asteroiden lässt nicht lange auf sich warten. Wie konnten also diese damaligen Herrscher der Erde so von einem Asteroiden verdrängt worden sein? Während die Menschheit so in ihrer jetzigen Form nur ein paar tausend Jahren auf der Erde gelebt hat, waren die Dinosaurier Millionen von Jahren die Herrscher der Welt. Doch so sehr sie sich auf das heiße und feuchte Klima angepasst haben, desto schlimmer war für sie eine Klimaveränderung, vor allem wenn es kälter wurde.
Man schätzt, dass alle 100 Millionen Jahre solch ein riesiger Asteroid auf die Erde einschlagen wird.